So, jetzt haben wir es geschafft. Angekommen im Oman. Ja, ein bisschen anstrengend war es schon, weil wir halt über die Nacht geflogen sind. Ne? Aber alles im Rahmen. Wir haben jetzt heute früh ein bisschen gechillt. Ne? Ausgeschlafen oder ein bisschen nachgeschlafen. Ne? Und jetzt sind wir zum ersten Mal an den Beach gefahren. Und der kann sich schon sehen lassen, muss ich sagen. Also der Oman ist ja jetzt nicht so dafür bekannt, dass er die mega geilen Strände hat, aber hier, das, was man jetzt hier sieht, ist schon nicht schlecht. Ne? Und schön warm und ganz ruhiges Meer. Ja. Sehr warmes Wasser, ne? Sehr warmes Wasser. Sehr warmes Wasser, ja. Genau. Wir laufen noch ein bisschen weiter. So, zweiter Tag im Oman. Richtig geil hier, also wer hätte das gedacht, dass man hier so geil am Beach abhängen kann. Und Mitte November, 30 Grad, da kann man sich nicht beschweren. Und ich wollte nur kurz sagen, wir haben gestern so Schwein gehabt, sind angekommen, früh am Morgen, haben wir glaube ich schon mal gesagt, im anderen Video. Wir wussten eigentlich gar nicht, dass die deutsche Nationalmannschaft auch im Oman ist. Und haben das dann gelesen in den News und haben dann gesehen, dass eben abends das Fußballspiel ist, Deutschland gegen Oman. Und haben wir gedacht, ey krass, wir sind auch hier, wieso gehen wir nicht einfach hin zu dem Spiel, ne? Haben dann geschaut, ob es noch Karten gibt und dann gab es wirklich noch Karten. Und dann sind wir echt ins Stadion und haben uns mal lässig das Fußballspiel angeschaut. Und war echt eine interessante Erfahrung, mit den ganzen Arabern im Stadion zu sein. Die waren aber alle super korrekt und super nett. Da war ja nichts mit Hooligans oder sowas. Die haben einfach gefeiert. Für die war das einfach eine Riesenparty. Und hat echt super Spaß gemacht. Ciao. First stop, we are going to Diminyat Island. Did you heard about Diminyat Island before? Yeah. Okay. When we booked the trip, island, we heard it when we booked the trip. Yeah. Yeah. It's a group of 9 islands. But anyway, our program today, we are going to different stop. The first one we call the Turtle City. Because the name, you know, the name is mean there are lots of turtle there. I went yesterday, it was more than 25 turtle. Wow. I hope today.
can have this one. Mm-hmm. You can just eat it, right? Mm-hmm. For example, like. Und wie ist es? Die hellen sind ein bisschen besser. Die hellen sind ein bisschen besser? Mhm, aber die sind auch gut. Das sind die Karls, ne? Und du hast jetzt die dunklen sind würziger. Kensis gegessen. Welche würdest du jetzt bevorzugen? Die hellen, bitte. Die hellen, okay. Machen wir weiter. Ja. Wie heißen die jetzt? Bard. Ah ja, okay. Oh, viel mehr Fleisch dran. Oh, also ein kleiner Kern. Viel mehr Fleisch. Super. Kleiner Kern. Würzig. Würzig. Okay. Süß. Ui. Wahnsinn. Beautiful Oman. Ganz schönes Gerät, ja. Halt mal rein. Krosses Brot, ganz dünn. Frisches Fleisch, frisch vom Spieß. Und schön mit Gewürzen und frischen Kräutern. Richtig geil, muss ich sagen. Und was ist das für eine Art von Fleisch? Chicken. Chicken. Chickenfleisch. Mhm. Ja. Sehr gut. Ist auch nochmal gegrillt worden. Ja. Hier. Also nochmal auf den Grill gelegt worden. Kannst du nochmal die Füllung zeigen, vielleicht ganz kurz? Ah ja. Sehr gut. Ja. Auch eine ordentliche Portion, ne? Jetzt. Was hat es jetzt gekostet eigentlich? Shawarma Chicken, das ist das große, also 800. Und Tabouleh haben wir noch dabei. Ja, das kennen wir schon aus Jordanien, ne? Ja, Petersiliensalat, gibt nichts Besseres. Und so viel mit Couscous, Tomate, Zitrone. Ganz frisch mit Zitrone, genau. Ja. Mit super. Sehr gut. Sehr gut. Kriegt man voll das grüne Zeug. Und da lasse ich es mir auch mal schmecken jetzt langsam. Tschüss.
Last Day Oman. Yes. Wahnsinn, oder? Wahnsinn. Hat uns schon ganz schön geflasht, oder, muss man sagen, das Land. Von der Natur her, also Wahnsinn, was es hier alles, was hier alles geboten wird. Also, wir stehen auch gerade hier bei einem Mangrovenwald oder wie man das auch nennt. Die Sonne geht bald unter. Wir sind am Stadtstrand. Und da waren wir auch häufiger. Den kann man echt empfehlen. Breiter Sandstrand, überall Muscheln. Für mich als Muschelfanatikerin der Hit. Wasser ist badewarm. Super warm. Und super calm, super ruhiges Wasser. Also echte Empfehlung. Man muss gar nicht weit wegfahren. Einfach in den Flieger und hier nach Maskat. Genau. Wir waren auch wirklich eigentlich nur im Raum von Maskat unterwegs hier, haben ein paar Beaches ausgecheckt, haben immer so Daypasses in den Hotels teilweise gemacht. Es war echt auch relativ bezahlbar. Natürlich ist Oman so wie vom Standard her wie Deutschland. Und du zahlst dann mal 20 Euro für so einen Daypass im Hotel. Aber wenn du dafür in einem 5-Sterne-Hotel bist und weißt, das Hotel kostet irgendwie, wenn du da übernachtest, zwischen 200 und 500 Euro, dann zahlst du gern mal 20 Euro, um da am Pool abzuhängen und am Privatstrand abzuhängen. Genau. Gewusst wie. Genau. Und wir haben natürlich nicht nur hier Maskat gemacht, wir sind nochmal in die Berge auch gefahren. Da hast du ja auch nochmal eine geile Region abgecheckt. Ne? Auf 2000 Meter Höhe waren wir da gestern und vorgestern. 2 Tage waren wir da, ne? Genau, wir waren da im Hayar-Gebirge. Oman ist ja gesegnet mit einem, mit einer richtig coolen Gebirgslandschaft. Die sieht man auch schon gleich hier, wenn man rausfährt. Und du fährst eigentlich nur, was sind wir gefahren, 1,5 Stunden oder sowas. Und bist halt gleich auf 2000 Meter Höhe. Und der höchste Berg ist bei 3000. Da hätten wir aber noch ein bisschen mehr Zeit einplanen müssen. Also wenn man irgendwie wanderbegeistert ist, kann man ruhig in den Bergen, kann man sich noch mal 3-4 Tage rauslassen auf jeden Fall. Genau, nee, war mega. Also allein die Fahrt hoch in das Gebirge war echt geil. Also super Aussicht, super View. Das Einzige, die Omanis, die wollen quasi nicht, dass man mit einem normalen Auto hochfährt in diese Region. Die sagen halt, man braucht einen Allradantrieb. Aber wenn man dann die Straße sieht, super ausgebaut, super geteert, wie eine Passstraße in den Alpen. Also da könntest du locker mit einem normalen Auto hochfahren. Ist halt ein bisschen so für die Locals dann so eine Einnahmequelle, ne? Dass die dann natürlich für die Fahrt hoch ein bisschen Geld verlangen. Ne? Aber alles human. Ne? Ist halt auch eine geile Gegend. Ne? Geile Gegenden und geile Area, geile Landschaft. Zieht natürlich Touris an und dann will natürlich das Land auch ein bisschen Geld verdienen. Finde ich human und normal. Genau. Aber es ist von den Preisen her wirklich so wie in Deutschland. Es sind keine Münchner Preise, also außer natürlich, man will in 600 Euro teure Anantaria Hotel oder so. Kann man auch machen, ist wunderschön. Aber für uns war es perfekt. Also uns hat es getaugt, war es perfekt, genau. Genau. Sollen wir jetzt schon verraten, wo es als nächstes hingeht? Jetzt glaube ich. Heute Nacht geht es nämlich schon weiter zum nächsten Reiseziel. Genau. Wir haben unserer Weltreise. 10 Tage gegönnt hier Oman, kann man locker noch eine Woche dranhängen, finde ich. Ja, also auf jeden Fall, kann man es aushalten. Mit Kindern ist es ja auch ganz toll, die sind sehr kinderfreundlich auch und familienfreundlich. Und jetzt geht es eigentlich so richtig in das Weltreise-Feeling rein. Und zwar geht es nach Sri Lanka. Sind nur 4 Stunden Flug von hier, von Maskat, vom Oman, also mega. Ist echt cool, dass man jetzt nicht so lange Flüge hat, sondern wenn man die Zeit hat auf Weltreise, kann man wirklich so kurze Flüge machen. Und deswegen freuen wir uns mega, ne, auf Sri Lanka. Tropisches Land, sehr abwechslungsreich, was wir jetzt gesehen haben schon so ein bisschen auf YouTube. Man hat Berge, man hat tropische Regenwälder, man hat aber auch geile Strände, man kann surfen. Freuen wir uns wirklich mega drauf auf das Land. Voll, auch kulinarisch, glaube ich, ist das nochmal eine andere Hausnummer. Ja. Und wir haben nur Gutes gehört von Sri Lanka, also das wird jetzt auch langsam Zeit und wir können mal wieder unsere Surfkenntnisse ein bisschen erweitern. Genau. Aber jetzt, ich weiß nicht, ob ich das Video davor zeige, vor diesem kurzen Gerede oder danach, aber schaut euch einfach mal ein bisschen Oman an, was wir da so gemacht haben und freut euch auf das nächste Video aus Sri Lanka. Yeah. Tschüss. Ciao.